Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Realm Reborn. Ich habe mich noch gar nicht weiter bewegt, denn wir wollten jetzt mit Glaumund sprechen, dem ich den Titan auf den Kopf gesetzt habe am Ende der letzten Folge. Hallo Glaumund, ein komischer, hässlicher Typ. Der Magitek Coup. Glaumund findet, dass es Zeit ist, euren Plan in Tat umzusetzen. Für die Verkleidung wäre also gesorgt. Wunderbar, dann kann es ja direkt ans Eingemachte gehen. Ich werde jetzt meinen Plan für die Kaperung der Magitek-Kampfmaschine darlegen. Es kommt auf jedes Detail an, also pass gut auf. Die meisten Patrouillen im Grenzland des Kastrums sind mit mindestens einer Magitek-Kampfmaschine ausgestattet. Allerdings konnten wir in ihren Zeitplänen keine Regelmäßigkeiten erkennen. Und außerdem kommen nur sehr wenig Patrouillen in die Nähe von Geisterzoll. Daran hat auch die Aufstockung von Wachpersonal in der letzten Zeit nichts geändert. Unser Problem, wir können schlecht direkt vor den Toren des Kastrums zuschlagen. Wie gut, dass auf meinem Scharfsinn Verlass ist. Ich habe schon vor einiger Zeit Gerüchte gestreut, dass Aufständische eine Stürmung des Kastrums planen. Im Nebelmoor sollten daher mehr Patrouillen als sonst unterwegs sein. Du wirst dich als galäische Soldatin verkleiden, deinen Salut abspulen und dann ganz aufgeregt berichten, du hättest ein paar auffällige Gestalten in der Nähe des zerstörten Camps gesichtet. Klar, wenn die Jungs in Alarmbereitschaft sind, kehrst du zur Kristallformation im zerstörten Camp zurück, zündest von oben gut sichtbar ein galäisches Signalfeuer und lockst die Patrouille samt Magitek-Kampfmaschine in unsere Arme. Dann können wir in aller Ruhe zuschlagen. Na, ist das ein Plan oder was? Das galäische Rauchsignal habe ich dir selbstredend schon besorgt. Einige der kaiserlichen Schwachköpfe waren so freundlich, während einer Patrouille mit weit geöffneten Taschen einzudösen. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also gut, ich denke, damit hätten wir alles Wesentliche geklärt. Begib dich zum Nebelmoor und leg die nächste Patrouille rein. Gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Den Centurio mit dem galäischen Salut begrüßen, in Klammern, / Gar-Salut. Das ist also die Abkürzung. Aber ich glaube, ich ziehe mir den mal hier rein. Gleich neben Ifrit. Ich will mir diese Crap-Ausrüstung jetzt noch nicht anziehen. Ich werde mich erstmal dahin durchschmuggeln. Für den Fall, dass wir irgendwo kämpfen müssen noch gegen irgendwas, weil wir Akku ziehen. Will ich lieber meine richtige Rüstung tragen und nicht diesen Crap. Der fette Megamorbol ist gerade da. Folgt uns der Olm? Nein, tut er nicht. Sehr gut. Dann müssen wir nur den da beseitigen. Wie er schon herguckt. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich bin voll eine Abenteuerin. Pass auf, jetzt kann ich einen tollen Trick. Zack und zack. Und jetzt bin ich eine von dir. Krass, wa? Geht das auch mit nicht eingeblendetem Helm? Ah, ich will es ja nicht riskieren. So. Was gibt's zu berichten, Soldatin? Was? Zwielichtige Gestalten in der Nähe des zerstörten Camps? Sollten die Gerüchte von einem Rebellenangriff am Ende doch wahr sein? Wenn du sie nochmal entdecken solltest, zünde augenblicklich eines deiner Rauchsignale. Dann schnappen wir uns die Aufständischen und zeigen ihnen, wer in Mordona das Sagen hat. Und nun zurück auf deinen Posten. Ich muss schon sagen, die Rüstung sieht schon irgendwie cool aus. Vor allem mit meinen Armen. Also mit den Handschuhen. So, wir entfernen uns einen ganzen Millimeter und reiten wieder weiter. Ich wünschte immer noch, man könnte seine
Egis zumindest teilweise vom Reittier aus kontrollieren. Zum Beispiel, um es auf auszustellen. Sieht nach Kampf aus. Dann musst du leider mal weg, Stali. Galeisches Rauchsignal. Diese Röhre stößt nach dem Anzünden unentwegt weißen Rauch aus. Wird benutzt, um andere Truppenteile über die derzeitige eigene Position zu informieren. Na dann, go, go. Ach, wir haben schon wieder unheimliches Wetter. Obwohl, ist nicht besonders beeindruckend eigentlich, ne? Na, das läuft doch wie geschmiert. Da dachte ich, greife dir mal ein bisschen unter die Arme. Magitech ist schließlich mein Spezialgebiet. Ach, sieh nur, da kommen sie schon und haben auch schon was Schönes mitgebracht. Was hat das zu bedeuten? Wo sind die Rebellen? Centurio, seht doch! Du selbst gehörst zu den Aufständischen? Man hat uns reingelegt, Männer! Lasst sie den Zorn unserer Magitech-Kampfmaschine spüren! Das sieht doch schon ein bisschen beeindruckender aus. Vielleicht kriege ich noch was Schönes von. Nee, kriege ich nicht. Okay. Wieso habe ich ein Tier jetzt abbekommen? Ich bin noch rausgelaufen. Nein. Der Medikus muss sterben. Der hält nämlich die anderen. Ah, das zertaut ganz schön rein, kann das sein? Wozu brauchen wir eigentlich Unterstützung? Wir haben gerade zur zweiten einen halben Trupp besiegt. Gute Arbeit, Noro. Jetzt haben wir unsere Magitech-Kampfmaschine. Allerdings sieht so aus, als wären wir etwas zu enthusiastisch gewesen. Das gute Stück hat ganz schön gelitten. Das ist doch mal ein cooler Screenshot. Was meint ihr, Biggs und Wedge? Kriegt ihr das wieder hin? Wozu mussten wir jetzt eigentlich Ausrüstung für die besorgen? Klar, Chef. Die Kiste qualmt so ordentlich, scheint aber keine irreparablen Schäden davon getragen zu haben. Die schnurrt im Handumdrehen wieder wie ein Kätzchen. Allerdings lassen sich die Beine kaum bewegen. Eventuell hat das Steuermodell was abbekommen. Modul. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die sind doch für härtere Einsätze gebaut. Vielleicht war dieses Modell einfach schlecht gewartet. Nach all der Aufrüstung und Kriegstreiberei würde es mich gar nicht wundern, wenn den Galeanen allmählich das Geld ausgeht. Na, wie auch immer. Jetzt heißt es erstmal, den Schnitter nach Geisterzoll zu schaffen und wieder flott zu kriegen. Wird eine lange Nacht, Wedge.
kannst gar nicht erwarten. Pah, du ratzt doch sowieso wieder ein und lässt mich die ganze Arbeit machen. Also gut, du hast es gehört. Wir schaffen den Schnitter zurück nach Geisterzoll und bringen ihn auf Vordermann. Kannst gern später mal vorbeischauen. Slavborn von der Abenteurergilde hat uns einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir ungestört arbeiten können. Humpelt ein bisschen, das gute Ding. Ich hab's kaputt gemacht. Den kaputt machen ganz groß. Noel. Schön. Und hier ist tatsächlich schon wieder unheimliches Wetter. Ich weiß nicht, was man sonst noch für Voraussetzungen schaffen muss, um dieses S-Rank-Jagdmob dazu herzubekommen. Aber ich weiß, dass unheimliches Wetter eine Voraussetzung ist. Allerdings ist es ja auch ziemlich oft unheimliches Wetter. Ah, Slavborn. Hi. Die Magitak-Kampfmaschine haben wir drin vor neugierigen Blicken geschützt. Man kann schließlich nie wissen, wo die Galea überall ihre Augen haben. Willst du rein? Ja, bitte. Ich will in die Werkstatt. Ich will in die Werkstatt. Ich will in die Werkstatt. Lass mich rein. Da ist sie ja. Guck mal. Sieht aus, als würde das streicheln. Oh, kleine süße Magnetikmaschine. So, Sid, na, was sagst du? Ah, da bist du ja. Probleme mit Galeanen gab es hoffentlich keine mehr. Gut, die Magitek-Kampfmaschine ist soweit auch in Schuss. Nur der Antriebskern will noch nicht zurecht. Aber Wix und Wedge kriegen das sicher hin im Nu hin. Neue Spielzeuge wirken sich auf die beiden immer ungemein motivationsfördernd aus. Sehr schön. Okay, und es geht immer noch weiter. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben zwar ein Level übersprungen, aber Stufe 46 hat wieder ein paar, zur Hand. Das ist doch schön. Mein kleiner Kampfkoloss. Für die Reparatur der Magitek-Kampfmaschine wird dringend ein Ersatzteil benötigt. War klar, dass wir ran müssen. Die Reparaturarbeiten gehen zügig voran und sollten bald abgeschlossen sein. Gäbe es da nicht ein kleines Problem. Der für den Antrieb des Schnitters zuständige Magitek-Kern ist nämlich, wie befürchtet, ziemlich stark beschädigt. Die Dinger sind von Natur aus sehr empfindlich. Der Kern ist das Herzstück einer Magitek-Kampfmaschine. Es wäre auf jeden Fall sicherer, ihn auszutauschen. Sonst verreckt uns das Gefährt noch, wenn wir gerade bei den Galeanen einmarschieren. Und das könnte ziemlich unangenehm werden. Wir werden an Eorzea keinen echten Magitek-Kern anfertigen können. Aber Wedge meinte vorhin, er hätte da vielleicht eine Idee. Am besten fragst du ihn mal. Also gut, Cid hat ja gerade erzählt, was Sache ist. Den Magitek-Kern können wir vergessen. Die Kerne sind extrem störanfällig. Wir können also nicht einfach einen aus einer kaputten Magitek-Kampfmaschine irgendwo auf einem Schlachtfeld aufbauen. Der wäre mit Sicherheit in einer ähnlich schlechten Verfassung. Aber es gibt einen Ausweg. Die Motoren von Marionetten ähneln den Magitek-Kern in ihrer Bauweise. Also nehmen wir einfach so ein. Ich meine, die Marionetten laufen mit Hilfe der Motoren schließlich ganz alleine. Da sollten sie zur Steuerung einer Magitek-Kampfmaschine allemal reichen. Ich habe den Marionettenmotor bereits bei Serendipity, der Gildenmeisterin der Goldschmiede-Gilde, in Auftrag gegeben. Wir haben hier noch mit den Reparaturarbeiten zu tun. Könntest du ihn vielleicht in Ulda abholen? Das wäre uns eine Riesenhilfe. Ich hoffe, so ein Motor kostet nicht gleich ein Vermögen. Alle Unkosten wird dir der Bund natürlich später erstatten, also heb die Quittung gut auf. Und jetzt gute Reise, Noro. Und schon wieder nach Ulda. Und irgendwo im Hintergrund klopft es die ganze Zeit wie blöd. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Also durch mein Headset klingt es recht leise. Keine Ahnung, wie es dann in der Aufnahme klingt, aber ich kann es nicht verhindern. Es ist irgendein Nachbar, der hier irgendwo drauf rumdrischt. Haben die am Freitag, glaube ich, schon gemacht. Kann man mal einmal ausschlafen? Nee, und dann klopfen die morgens wie blöde irgendwo rum. Voll nervig. So, Serendipity.
Hallihallo, Abenteurerin. Möchtest du etwas über die Kunst des Goldschmiedens wissen? Ach so, du bist wegen des Marionettenkerns hier. Ja, den hat Herr Wetsch von Garland Metallwerten bei uns in Auftrag gegeben. Der Motor ist bereits fertig. Nein, nein, lass die Gil mal stecken. Herr Alfino hat sich nämlich auch gemeldet. Er meinte, der Motor wäre immens wichtig für euch. Wir schulden ihm viel und haben dir ein ganz besonders gutes Exemplar angefertigt. Hier ist das gute Stück. Ich wünsche euch viel Glück, meine Liebe. Okay. Ganz besonders gut und kostenlos. Ist ein Deal. Nehme ich mit. Geschenkten Maul und so, ne? Ach nee, Gaul und Maul. Also, ihr wisst schon. Wisst ihr, woher der Spruch kommt mit dem geschenkten Gaul? Guckt man nicht ins Maul? Ich weiß es. Achso, ja, ich will schon wieder in die Werkstatt. Bla bla. Frag nicht so blöd, lass mich einfach rein. Ich kann es gar nicht erwarten, die Kiste in Aktion zu sehen. Hast du den Marionettenmotor dabei? Marionettenmotor, das Uhrwerk einer Marionette. Ja, der sieht gut aus. Vielen Dank. Der sieht sogar sehr gut aus. Der war doch bestimmt furchtbar teuer, oder? Ich hoffe, du musst es im Treibsand nicht noch Teller waschen. Wie bitte? Serin Debiti hat uns den Motor als Gefälligkeit für Alfino umsonst überlassen? Zahlt sich wohl aus vornehmem Hause zu stammen, was? Na, mir soll's recht sein. Also gut, dann wollen wir mal rein mit dem guten Stück. Das habe ich bestimmt schon öfter gesagt. So, fertig. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen, muss ich sagen. Das hat er da macht bestimmt noch nicht so oft gesagt. In Ordnung, Freunde, die Magitek-Kampfmaschine ist startklar. Das hat er danach bestimmt schon öfter gemacht. Nanu, startklar habe ich gesagt, du dummes Stück Blech. Ah ja, Schläge braucht sie. Na also, geht doch. Dann lass uns direkt mal mit dem ersten Probelauf beginnen. Schwing du dich auf den Pilotensessel, Noro. Wir werden die Funktion vom Boden aus überwachen. Cool. Rommichter-Bommichter. Also gut, startfrei für die erste Runde. Schwing dich ins Cockpit, meine Liebe. Und dann lauf mal ein bisschen rum, damit wir sehen können, ob alles einwandfrei funktioniert. Als erstes sind die Beine dran. Die werden ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Wir brauchen also einen richtigen Härtetest. Wie wäre es, wenn du die Kristallformation im Zentrum des zerstörten Camps erklimmst? Solltest du zwischendurch mal absteigen müssen, kannst du den Test beim jederzeit von neuem antreten. Klar? Okay. Romstar, 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 du, 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 du. Yay! Bestens! Die Rumpfsektion verrichtet ihren Dienst tadellos. Mach dich an den Abstieg und lauf dann ein bisschen weiter in nordwestliche Richtung vielleicht. Romstar, 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 unser Titan hat Akku gezogen. Die Gelenke machen ebenfalls einen guten Eindruck. Drum bringen das Schätzchen mal zurück zu uns. Romstar, 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 Romstar. Wir reiten eine Magitek-Kampfmaschine. Wir müssen den Nock-Nock umdingeln. Davon musste ich einen Screenshot machen. Nein, Position wollte ich nicht. Ich wollte rollen. Einen coolen Hintergrund. Ich finde, die Kristallformation bringt's. Hehe.
Schön. Alles funktioniert tadellos. Unser Test wäre damit abgeschlossen. Du kannst wieder runterkommen, Noko. Aber ich wollte noch schießen. Ihr wisst doch gar nicht, ob das Schießen funktioniert. Ich wollte schießen. Und die Servomotoren schnurren und die pneumatische Dämpfer federn jede Erschütterung ab. Wenn Bix seine Feinjustierung vorgenommen hat, hüpft der Schlitten wieder wie eine junge Springspitzenmaus durch die Gegend. Nur das Steuermodul macht mir Sorgen. Zwar verrichtet der Marionettenmotor wie geplant seinen Dienst, aber die Kampfmaschine scheint mir nicht ihr volles Potenzial zu entfalten. Haben wir ihr für den Beginn vielleicht zu viel zugemutet? Hätten wir ihr vor dem Probelauf gut zureden sollen? Ich hab's. Wir sollten sie erst einmal freundlich bei uns willkommen heißen. Ja, wir heißen die Magitech-Kampfmaschine dann aber lieber in der nächsten Folge freundlich willkommen. Ich meine, er hat sie doch freundlich willkommen geheißen. Er hat ja eine gewischt. Naja, wie auch immer. Wir wollen ja nicht so pingelig sein. Also dann, wir gucken mal in der nächsten Folge weiter, wie es mit dieser Magitech-Kampfmaschine nun so aussieht und ob sie dann besser läuft. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.